Und ein herzlich willkommen zurück bei Landwirtschaftssimulator 2015. Und wieder mal dabei, der Smoker. Servus! Da. So, Feld 31 ist komplett abgeerntet. Ich arbeite mich jetzt rüber zu Feld 32, was irgendwie noch nicht fertig ist, so wie das aussieht hier. Okay. Hoho. Ja. Switch doch mal bitte in de Erntemaschine. Erntemaschine. Und guck dir mal das Feld hier an bei Feld 31. Wo sind die anderen Maschinen? 32 meine ich. Hä? Ja, siehst du das? Ja, das ist ein ganz schmaler Streifen. Ne? Aber Warum? warum? Ich habe zuerst gefragt. Das ist komisch. Alter, hat Fußball jetzt begonnen oder was? Das weiß ich nicht. Oder haben wir gewonnen? Oder haben wir überhaupt gespielt? Ach, keine Ahnung, die knallen hier schon wieder wie Blöde. Ja, wir können es euch ja sagen. Wir haben Samstag, den 2. Juli hier noch. 22:25 Uhr. Und Rohre und ich haben null Interesse für Fußball. Wir wissen nur, heute war Fußball oder ist Fußball. Aber keine Ahnung, ob das Spiel jetzt begonnen hat oder kein Plan. Es nervt doch gerade draußen hier diese Vuvuzelas zu hören und dieses Geknalle. Ich hoffe, ihr kriegt das nicht so mit. Ich kann mich nur dafür entschuldigen, aber gibt nun mal so viele Fußballverrückte hier bei mir in der Gegend, die es gerne übertreiben. Ja, passiert. Ja. Da müssen wir die andere Maschine hinten ansetzen erstmal. Aber das ist nur ein kleines Stück hier, so wie das aussieht, oder? Na gut, das Jo? kleine Stücke da Das sind kann man kleine ja. Stücke. Hier hast du wieder ganz normal Raps. Ja, aber da kann man drauf scheißen. Da müssen wir ja leider Nee, irgendwie. ist noch nicht so schlimm. Dann kommt man es weg und gut ist. Na, müssen wir ja dann. Also kannst du ansetzen, ich bin jetzt raus. So. Ja. Ich bin Ich im bin LKW. Du musst ansetzen. Wieso ich? Aber ich jetzt im LKW sitze. Oh, jetzt switch ich wieder hin und her hier. Ja. So, wieso muss ich ihn ansetzen? Weil du zuletzt drin saßt. Na toll. Ja, du hast gesagt, ich soll hin. Ja, dir das mal anzugucken. Ja. Weißt du, hier jetzt gleich ansetzen? Na, könntest du eigentlich. Ist eigentlich ja. Musst aber rasch ansetzen, weil da nach dem einen Streifen da kommt ja schon wieder auch Schraps, was fertig ist. Ja und? Ja. Ja, das dann halt rasch ansetzt und dann Helferlein drückst. So, ich bin jetzt nochmal bei der BGA. Und da steht immer noch derselbe Füllstand. Das geht langsam. Aber da müsste doch wenigstens ein bisschen was schon zu sehen sein, dass da irgendwie was gemacht wird, oder? Warte mal, ich switche mal. Sitzt du noch drinne? Nein, ich stehe hier daneben. Warte mal, ich kann ja mal das Maschinchen anmachen. Also reinfüllen kann man, aber vom Füllstand geht da nichts mehr. TS-Gehalt im Zuführbunker 30%. TS-Gehalt im was? Fermenter? Ich verstehe das Ding hier nicht ganz. Ich höre nicht. Okay, lassen wir uns schon mal wieder einig. Aber jetzt kriegen wir ja auch hier Gülle, ne? Was, Gülle? Füllzustand. Was? 10.000? Was? 10%? Wie, wir kriegen jetzt hier Gülle? 51 Füllzustand. Und dann, ja. Okay. Kann man hier auch hier? Du Ich blockierst. blockiere immer. Ja, wie bei CSGO. Kannst du nicht hoch, irgendwie. Das sind nur Schade. Gerüchte. Ja, aber wenn du jetzt in irgendein Fahrzeug einsteigst, dann kannst du immer noch, kannst du ja weiter wegscrollen. Einsteigen.
Oh, hier kannst du hochlaufen. Hast du da, bräuchte hier mal Sprit. Echt? Hat er? 54 Liter oder? Geht doch noch, geht doch noch. Ich schau mal, vielleicht sieht man was. Hast doch viel Hoffnung. Ja, man sieht's. Also haben wir. Aber wie kriegst du jetzt bitte schön aus der Lage Dünger raus? Da will mir auch nicht so ganz in den Kopf gerade. Wie gemacht wäre, hä? Wieso? Ja, was hat denn jetzt diese Lage da mit dem Dünger zu tun? Ist das Dünger? Wie kommst du jetzt auf Dünger? Da hast du doch gesagt. Habe ich gesagt Dünger? Ja. Achso. Mist. TS-Gehalt mit Verwender 7,4%. Keine Hardware-Leistung. Das ist schon komisch. Naja, egal. Ich dachte ja, Roro, dass du den Universal-Anhänger da gleich mal an dem Seedmaster anhängst. Also da ranstellst. Was ist, du könntest ja auch machen, ja. Nun bin ich dabei. Ah. Wir könnten ja den grünen nehmen. Warte mal, der grüne war da eigentlich immer fürs Düngen zuständig. Ich glaube. Ja, weil hier gerade. Ja, jetzt macht es ja erstmal der blaue. Ja, die können ich abkoppeln, weil der macht ja erstmal zur Zeit nichts. Also hier wird jetzt schön Saat reingeschmissen in den Anhänger, das ist wunderbar. Ach, wieso mache ich denn jetzt aus? Das Ding ist aber schnell leer, ne? Also ich glaube, wir müssen demnächst dann auch wieder den Seedmaster hier befüllen. Der macht doch Stroh, ne? Achso, ja, Seedmaster, ja. Ja, deswegen haben wir ja Vorrat. Okay, 19% sind jetzt hier in dem Hänger drin. Dann guck ich mir jetzt mal den Seedmaster an. Ob der nochmal arbeitet hier. Theoretisch müsste der jetzt noch weiterarbeiten. Macht er ja auch. Flüssigdünger ist noch genug drinne und Getreide eigentlich auch noch, dass er hier arbeiten tut. Also Flüssigdünger ist noch 82% und Getreide 22%. Aber der braucht ja eh immer eine Weile, bis der wieder anläuft, ne? Ja. War das nicht so? Ja, ein paar Minuten braucht er schon. Aber wenn er einmal young ist, dann läuft er durch. So, der blaue hatte jetzt den Ladewagen nochmal genommen, ne? Ja. Der müsste irgendwo unter einem Carport stehen. Genau, ja. Hier. Ja, den brauchen wir aber jetzt erstmal. Noch nee, ne. Ich park den nur noch mal schon mal daneben. So dass wir beim Rumswitchen dann gleich da ankoppeln können. Wie geht's denn jetzt unserem Vieh? Nee, jetzt weiter. Milch. Nee. Kuhbestand 20, Produktivität 110%. Genau, das wollen wir. 4238 Liter sind jetzt an der Güllegrube. Der Misthaufen hat jetzt 3025 Liter. Schafft er es noch? Nein, schafft es nicht mehr. Nein, das ist shit. Wasser haben wir noch auch noch genug da, Stroh auch und ja, Milchtank sind 200 Liter erst drin. Das lohnt sich noch nicht, das abzutanken. Okay. Jungtiere haben wir ja nicht. Masthühner haben wir auch noch nicht. Sind immer noch 234 Euro die Tonne für Hackschnitzel. Ja, das dauert. Ach, es ist ja noch nicht 18 Uhr. Okay, stimmt. Jetzt. Ja, das dauert ein paar Tage, bis der wieder... Naja, mich hätte jetzt mal interessiert, ob das jetzt nochmal runter sinkt. Müsste es ja eigentlich, das, ne? Das sinkt nochmal runter, ja.
Oder ob das jetzt wirklich schon der Minimalpreis ist und das nicht mehr weiter sinkt. Nein, das hinkt noch. Da warst du zu weit. Jung hat eine Bremse. Schon gesagt? Bis Mr. Oberfeuerwehr. Der bremst wie ein Einfamilienhaus den Berg hinab. Ja, so ähnlich. Dann müsste der gleich voll sein, der Hänger, ne? Gleich, gleich, gleich. Und immer schön abdecken. Wenn er voll ist. Oh. Da passt noch was. Ja, aber das Ding hier ist leer. Da passt noch was. Ach, ich kann ja eigentlich wegfahren. So, zack. Schafft er die Kurve? Ja, er schafft sie. Theoretisch schon. Howdy. Hupst du mich an, oder was? Hupst du mich an? Na, Freude. Landwirtschaftliche Fahrzeuge am Vorrang. Gut, ich mache jetzt Mittagspause. Dann mach das. Mittagspause beendet. Na. Irgendwie hab ich das gewusst. Wenn du es gewusst hast, warum bist du dann gefahren? Ja, warum? Ja, das hab ich dich ja schon gefragt. Weil ja nicht. Wie weit ist denn jetzt? Kann man noch nie anschmeißen, schade. Oh, jetzt fährt er schon schnell, du. Ui. Bergab oder was? Ja. Bergab geht immer gut. Wir Bremsen! können ja mal gucken, wer mehr für Bremse! Raps gibt, Rohre. Bremse! Na, bei mir ging's super. Was? BGA Hof, da kriegt man für Raps 785 Euro für die Tonne. Und beim Getreidespeicher gibt es für Raps 1282 Euro die Du musst Tonne. auch beim Bahnhof doppelt rechnen. Du kriegst also fast doppelt, also nicht ganz doppelt. Wie viel Prozent waren das? War hier so mir. Getreidespeicher, Güllemistankauf, Güterbahnhof. Da gibt es 968 Euro für die Tonne von Raps. War doch mehr, oder? Na, beim Getreidespeicher kriegst du für Raps 1282 Euro Ja, für die aber Tonne und beim du fährst ja noch. Güterbahnhof 968. Ja, du fährst auch noch den Zug weg und da kriegst du ja auch noch mal Erzählt das nie? Ist da jetzt das nie mit dem Zug wegschicken schon inbegriffen? Nein. Okay, na dann. Ja, du lädst das ab hier, kriegst ja Geld. Für Roggen wird man 1393 kriegen und das nochmal 1,9. Also mal 1,9 steht dort bei Roggen. Also. Also, ja. Es gilt aber nur noch 6 Stunden. Ja, ist ja gerade ein Angebot, das stimmt. Ne? Aber so schnell kriegen wir den Rocken ohne fertig. Nein. Leider. Leider. Ist schon schade. Wie weit geht denn das noch? Zirkus? Wie Zirkus? Hier steht auch noch Zirkus? Seit wann verlangt der Zirkus Saat oder sowas? Schon eine ganze Zeit. Echt? Mir noch nie aufgefallen. Dass der Zirkus was will. Hä? Mischration. Kriegst du bei der Transportfirma 992 Euro für die Tonne. Was ist eine Mischration? Mischfutter, glaube, oder? Okay. Ja, wenn das Mischfutter ist, könnte man da ein bisschen Mischfutter herstellen, das verkaufen, oder? Würde sich das lohnen? Ja, nee. Bei der Reederei kriegst du da nur 1058 Euro für die Tonne. Für Mischration.
Güterbahnhof 992. Wo es extrem viel, was extrem gibt, ist Saatgut gebeizt. Da kriegst du 1762 Euro. Beim Güterbahnhof kriegst du 1710 und bei der Reederei 1762. Also wenn du da Saatgut gebeizt, kompletten LKW mit den zwei Anhängern verkaufst, ich glaube, dann bist du Millionär. Ja, da musst du aber erstmal so viel haben. Ja, ne? Aber das können wir uns sowieso nicht heute entscheiden, weil es schon mit der Folgenende ist. Ui. Ui. Und schon wieder fast überlänger mit der Minute, du. Mensch, oh, was machst denn du? Ach, ich weiß nicht. Weißt du auch nicht? Ich drehe an die Uhr. Aha. So, ja. Wer hat denn alle moderiert? Du? Wieso ich schon? Nein, da geht immer ich. Okay, wenn es euch gefallen hat, dann macht doch ein Like oder ein Kommentar. Oder wenn ihr euch nicht schon, wenn ihr nicht schon uns abonniert habt, dann abonniert uns. Wird uns sehr freuen. Ne? Okay, das war's für heute. Bis denn dann. Tschüss. Tschüss.